Wenn du auf den Schwierigkeitsgrad einfach spielst, kommst du schnell im Spielverlauf ran. Möchtest du den Schwierigkeitsgrad aber einfach stellen? Nein. Dieses Spiel unterstützt die Vibrationsfunktion? Ja. PSN-Verbindung? Möchtest du die PSN anschalten? Ja. Ich möchte eigentlich mit dem Spiel starten. Bandai Namco Entertainment. So heißen sie ja mittlerweile, die nennen sich ja immer um. Koei Tecmo Games. Produced by Omega Force. Und wird erneut geladen. Präsentieren eine blockierte Szene, die wir trotzdem aufzeichnen, weil wir böse sind. One Piece Pirate Warriors 3. One Piece Kaizoku Musou 3. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel, nachdem wir One Piece Pirate Warriors und One Piece Pirate Warriors 2 bereits gespielt haben. In Pirate Warriors 2 sogar alle Freundesmissionen und so weiter gespielt haben, kommt jetzt Pirate Warriors 3 für mich persönlich auf eine neue Generation. Das Ding ist ja auch für PS3 und Co. rausgekommen, aber ich spiele es auf der PS4. Okay, das sind Ruffys Abenteuer. Ich habe schon mitbekommen, dass man hier wohl in der Story-Mission tatsächlich die komplette Story von One Piece nochmal spielen soll bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also nicht wie in Pirate Warriors 2 so eine mehr oder weniger selbst erfundene Story, sondern wie in Pirate Warriors 1 schon ähnlich gemacht worden, die komplette Story der One Piece-Reihe. Dafür gibt es aber, wie gesagt, dieses Legenden-Log. Das freie Log, denke ich mal, kann man sich dann aussuchen, welche man machen möchte. Online ist noch gesperrt, warum auch immer. Wahrscheinlich müssen wir erstmal ein bisschen was gespielt haben. Traumlock scheinen dann vollkommen neue Abenteuer zu sein, wie das zum Beispiel gerade eben, dass Ace und Sabo und Co. zusammen unterwegs sind. Das ist wohl eher neu. Ist aber auch vollkommen egal. Wir starten jetzt einfach in das Legenden-Log rein und gucken, was uns hier so erwartet. Eine aufgezeichnete Szene wird blockiert. Ich finde diese Nachricht da oben übrigens immer total nervig. グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。 海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。 俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。砲を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。 10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞー。海賊王に
Ja, das kann ich jetzt natürlich alles vorlesen. Ich werde bald der Piratenkönig sein. Das nehmen wir mal hin. Prolog Episode 1. Das Abenteuer beginnt. Kakushite Monkey D. Luffy wa osanai koro ni deatta idai na kaizoku Akagami no Shanks to no yakusoku o hatasu tame soshite itsuka kaizoku ou ni naru yume o hatasu tame ni kokyou no mura o tabidatta shikashi umi ni dete mamonaku sounan shite shimau nasu sube naku hyōryū shite ita Luffy o tasuketa no wa とある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロの強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。でまさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。一ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ロロナーゾロの公開処刑は密告後に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビー、これはゾロを仲間に引き込む。え、ただじゃすみませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。Na, dann sind wir jetzt wohl im ersten Kapitel drin, gegen morgen also. Alles klar, die Anweisung des Abenteuers beginnt, Charaktere, ja, Siegbedingungen, natürlich nimmt Zoro in deine Crew auf, das werden wir wohl irgendwie schaffen. Wenn wir, ja, verlieren, ist Zoros Niederlage, ja, besiegelt, was weiß ich. Besiege Marinesoldat und Zoro auf, das ist unsere erste Anweisung für Leute, die diese Serie gar nicht kennen. Das sind natürlich, ja, Pirate Warriors, wie der Name schon sagt, ist halt ein Spin-off der Dynasty Warriors Reihe vom Gameplay her. Ähnlich wie Hyrule Warriors, was letztes Jahr erschienen ist, oder die Dynasty Warriors Gundam-Reihe und so weiter und so fort. Da gibt es viele Spin-Offs und die Pirate Warriors ist einer davon, auch eine besonders sehr, sehr, sehr beliebte und erfolgreiche. Und deswegen haben wir hier ein Dynasty Warriors-ähnliches Gameplay. Feinde mit Seilen werfen ihre Seilen, um Angreifer zu fesseln. Falls du gefesselt wirst, befreit dich durch sofortiges Drücken von X. Ich glaube, das ist neu, oder? Kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Sieht auf jeden Fall ein bisschen hübscher aus als damals auch auf der PS3. Ich weiß nicht, inwiefern die PS3-Version hübscher aussieht als damals auf der PS3. Aber man kann ein bisschen weiter gucken, die sind ein bisschen detaillierter, ist alles ein bisschen hübscher als vorher. Aber ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo man jetzt sagen muss, es hat die brillanteste Grafik aller Zeiten. Liegt natürlich aber auch daran, dass man halt unglaublich viele Gegner auf einmal hier simulieren muss, wie man hier gerade sieht. Und je mehr Gegner auf einmal auf dem Bildschirm dargestellt werden müssen, umso mehr geht das natürlich auf die Performance. Deswegen kann man sich halt um Umgebung und so weiter und so fort nicht mit der höchsten Grafik abfinden. Das ist halt nun mal leider so. Aber wie gesagt, stören tut es mich nicht. Denn das Gameplay ist dafür umso interessanter, weil je mehr Gegner auf dem Feld, umso mehr kann man herumprügeln. Ja, ich weiß, wir müssen die jetzt gar nicht mehr kaputt machen, aber ich möchte ein bisschen was noch erzählen. Deswegen machen wir hier mal ein bisschen was. Ich werde übrigens nach dem Tutorial mal ganz kurz gucken, ob ich eventuell die Sprache doch auf Englisch stellen kann. Auch wenn das viele von euch eventuell abschrecken sollte, weil ich weiß, dass halt vor allem Animes und so weiter und so fort halt sehr, sehr häufig auch von
Deutschen auf Japanisch geguckt wird, einfach weil die meisten nur auf Japanisch verfügbar sind. Zumindest die neuesten Folgen immer nur. Aber ich persönlich konnte nie was mit dem Japanischen anfangen, muss ich leider sagen. Deswegen habe ich mich damals auch entschieden, die Serie nicht mehr weiter zu gucken, sondern den Manga weiter zu lesen, weil ich ja das leider nicht so gern haben konnte mit der japanischen Sprache. Wenn man sich ändern kann, dann lassen wir es halt so. Aber ich werde auf jeden Fall in die Einstellung mal gucken, ob man eventuell auf die englische Sprache stellen kann. So, Zauber haben wir gefunden.話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰がこのんで海賊なんて外道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前 Alles klar, suchen wir zum Beispiel sein Schwert. Man kann die Charaktere hier auch leveln, das heißt, je mehr Gegner man besiegt und so weiter und so fort, umso mehr Erfahrungspunkte bekommen wir auch. Unten rechts ist übrigens der Counter, wie viele Gegner wir jetzt in diesem Level hier besiegt haben. Man könnte theoretisch natürlich alle durchlaufen, aber es wird dann später wichtig, dass man wichtige Charaktere, wie zum Beispiel auch Ruffy, den wir sicherlich öfter mal spielen werden, dass man die halt levelt. Das ist durchaus wichtig. Denn, ja, sonst wird man die späteren Level schwerer haben, wo dann die Gegner mehr aushalten und so weiter und so fort. Das hat man dann keinen Spaß mehr dran. Und deswegen prüge ich hier gerne mal durch ein paar Leute durch, vor allem im ersten Level, wo man dann auch keinen Zeitdruck und nichts hat. Schon mal ein bisschen leveln, dass die nächsten Level ein bisschen einfacher gehen. Da können wir was in die Luft sprengen, wie das ich die sehe. Oh, okay, das hat's hier voll gebracht. Ich hab auch noch mal gut, dass hier eine Truhe ist. Hier gibt's auch noch keine Gebiete, die wir einnehmen müssen. Deswegen laufen wir jetzt aber doch mal. Wir müssen ja nicht jeden einzelnen besiegen. Das wäre dann doch ein bisschen viel. Ah, so ein Basiskommandant können wir aber ruhig mal mitnehmen. Na, komm, dann machen wir halt so. Oh, ist ja keiner mehr da. Wir haben Angst. So, da ist unser Ziel. Machen wir den Marinekommandant mal platt. Dann wissen wir auch noch gleich. Dann geht hier hoffentlich wieder ein Tor auf. Ja. Eine Torwache. Genau, die wollen wir haben. Eine Torwache ist nämlich immer praktisch, wenn man Tore öffnen will. Also mach auf. So, ich dachte, das ist Gesundheit. Ich dachte, das wäre... In Schatztruhen, die sich überall auf den Kampfplätzen befinden, die wieder verschiedene Gegenstände, das haben wir schon mitgekriegt. Das zum Beispiel, ja, gibt Gesundheit wieder und so weiter und so fort. Aber in solchen Truhen sind meistens Schätze drin. Berries in diesem Fall hat die Währung im One-Piece-Universum. Das hat nur 30 Sekunden mehr Verteidigung und so weiter und so fort. Aber die Berries sind natürlich die Schätze, damit kann man sich, glaube ich, später auch was irgendwie kaufen oder so war das. Da sind Zorros Schwerter. Das ist schon mal praktisch. Das müssen wir jetzt noch zu Zorro zurückbringen. Die Frage ist, hat man morgen mit eingefügt in dieses Spiel als Gegner? Ich vermute ja schon fast ja, weil sonst hätte man hier im ersten Kapitel gar keinen Endgegner. Da ist er auch schon. Warte. Da sind neue Tore geöffnet worden. Oh, wir haben jetzt nur noch begrenzt Zeit. Während einer Schlacht können Mission mit einem Zeitlimit auftauchen. Wenn das Zeitlimit überschreitet, heißt es Game Over. Das heißt, wir machen schnell den Kommandanten platt. Und dann bringt der Zorro sein Schwert.
Oh, jemand Neues ist aufgetaucht. Wer mag das wohl sein? Oh, müssen wir da jetzt hin? Dann gehe ich da mal ganz kurz hin. Aber unsere Zeit ist echt knapp. So, er fehlt im Kampf bestimmt und Dinge und kannst du Schätzereignisse auslösen. Und achte darauf, oben Symbol, bla bla bla, Territorium und so weiter und so fort. Wir haben hier jemanden gefunden, der eventuell dem einen oder anderen bekannt vorkommen könnte. Und wir müssen die Leute besiegen, die hier rein wollen, oder was? Das Tor ist nicht offen, verdammt! Ich dachte, da kann ich durch. So, du musst weg. Dann haben wir die Spezialherausforderung für Schätze abgeschlossen. Aber dann wird es auch eng. So, geschafft. Schatzereignis. Okay, ciao. Die Diebin. Na dann. Die restlichen Folge kann ich eigentlich ignorieren. Wir sollten uns jetzt eventuell immer kurz zur Zorro begeben. Okay, ich habe eben noch selber gesagt, ich könnte euch ignorieren, mache ich dann aber nicht. Verdammt! Lass das, Marinesoldat! Oder Kommandant, das war so nicht geplant! Könntest du jetzt einfach mal ausgeschaltet werden? Danke sehr. Ist den hier noch? Ja, es sind so viele. Die sind alle so low life. Das ist so verführerisch. Aber ich muss weiter. So, das nehmen wir noch kurz mit. Ob wir eigentlich full life sind, egal. Das sind Leute aus dem Weg. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Ich weiß, ich hätte die wahrscheinlich doch alle erledigen können. Aber ich möchte jetzt ja auch kein Risiko eingehen. Wer weiß es, ob hier auf dem Weg nicht eventuell doch noch was kommt. Auf geht's. Ja. Hier liegt noch was. So, da sind wir. Lolo no Azoru. Kisama no Tsuyosa nado.俺の権力の前には数同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように世界一強い大剣豪になると約束したんだ。 こんなところでくたばるわけには。一体何者なんだ。 海賊王になる男だ。ほら、お前の宝物どれだ。3本とも俺のさ。俺は三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に盾つく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい。てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか。海賊に。 Na wunderbar.
Dann machen wir die Kommandanten nochmal schnell Platz. Wenn du Gegner Schaden zufügst, nimmst du dein Kizuna-Level auf. Sie ist vollständig dein Kizuna-Level. Ja, wow. Ist dein Kizuna-Level 2 oder mehr und du drückst erneut die Angriffstaste nach einem Power-Angriff, so erscheint deine Crew und greift mit an. Okay. In diesem Fall Zoro anscheinend. Und das ist das, was wir jetzt machen sollen, oder was? Oh. Okay, wir gleich mal 2 Trophäen für. So, wir sind erfolgreich. Ich denke, wir müssen jetzt hier weg, richtig? Oder ein bisschen weiter um den Kommandanten besiegen, das kann natürlich auch sein. So, du als nächstes. Ich dachte, du als nächstes. Ja. Da hinten ist noch einer. Sehr schön. So, wenn dein Kizuna-Level steigt, werden auch deine Kizuna-Angriffe stärker. Die mit Viereck und Dreieck ausgelösten Kizuna-Angriffe unterscheiden sich je nach Charakter. Was so eine Taktik am meisten aus dem Charakter rauszuholen. Ja, schön. So, wir siegen Marine, kommen dann suchen morgen auf. Neue Siegbedingung. Das machen wir doch gern. Vorhin nehmen wir die Basis hier noch mit. So, der nächste Kommandant. そんなダメなら切り殺せ。とっとと、そいつらを始末しろ。なんで？それに弱者と戦う弱気がない。弱みを吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。そんじゃ。 So, nimm das. Und nimm das. Jetzt wieder so ein Befehl. Was müssen wir hier genau machen? Den besiegen? Das hätten wir doch eh gemacht, oder nicht? Okay, irgendein Fragezeichen ist da und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich mache einfach mal weiter in alle Kommandanten Platz. Vielleicht hilft das ja was, aber irgendwie nicht. Hm. Ist das überhaupt in diesem Raum hier oder ist das hier vorne? Sieht fast so aus, als wenn es da wäre. Ich mach mal kurz den hier noch Platz. Oh. Ich habe keine Ahnung, was da dieser komische Zusatzauftrag ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich kloppe hier halt mal noch ein bisschen rum und wenn jetzt was passiert, dann halt Pech gehabt oder so. Immerhin haben wir gleich 2000 Gegner besiegt. Das macht man auch nicht so normalerweise jeden Kampf. Ich denke mal, ich werde auch nicht jeden Kampf hier alles vernichten, so wie jetzt. Ist halt einfach so, weil es der erste Part ist, nicht das Spiel lange nicht mehr gespielt habe und mich ein bisschen wieder ins Gameplay reinfinden möchte. Das ist ja so ein erstes Kapitel, ist da eigentlich ziemlich praktisch für. Ja, ich wollte nicht alles kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, was hier dieser Zusatzbeitrag ist, den wir machen sollen. Das ist einfach die Schatztruhe da vorne. Ich mach mal kurz die Schatztruhe auf. Nö. Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Okay,
Okay, wir machen einfach den letzten Gegner, vielleicht sind eh nur noch diese 5 oder was das hier sind. Und wenn da nichts passiert, dann habe ich, wie gesagt, keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Echt kein Plan. Mach einfach mal alle von diesen komischen Statuen hier kaputt. Von morgen, aber auch das bringt uns nichts. Nö. Dann weiß ich es, wie gesagt, nicht. Ah, doch, Schatzereignis. してまでどうしてこんな無茶苦茶なことを。言ったろ。俺は海賊王になるんだ。敵は海軍だけじゃありません。ワンピースは世界中の海賊が狙ってるんです。死にますよ。みんな、俺がなるって決めたんだから、そのために戦って死ぬんなら別にいい。僕にもやれるでしょうか。 海軍に入って偉くなって悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃からの。知らねえよ。いえ、やりますよ。ルフィさんとゾロさんには自分の信念に生きることを教わりました。僕だっていつか海軍将校になってみせます。 Okay, dann haben wir doch noch eine Zusatzszene erwischt. Sehr schön. Ja, dann haben wir nochmal Leben, was wir nicht zwangsläufig brauchen. Dann nochmal eine Basis einnehmen. Und dann ist das Marine-Hauptquartier jetzt hier langsam ein bisschen sehr leer, muss man mal so zugeben. Ja, gute Morgen, hatte ich mir ganz so viel Backup. Oh, eine Basis haben wir, glaube ich, sogar vergessen unterwegs, aber ist egal. Dafür laufe ich jetzt nicht extra nochmal zurück. Oder? Na komm, im ersten Kapitel, das ist der erste Part. Mehr nehme ich jetzt auch erstmal nicht auf, weil ich muss das Ganze noch random und heute auch noch rausbringen. Im ersten Part machen wir es mal vollständig. Es wird, wie gesagt, jetzt nicht jeden Part so ablaufen. Die nächsten Kapitel werde ich wahrscheinlich auch mal ab und zu ein bisschen durchrushen, je nachdem, wie ich gerade in der Stimmung bin. Aber weil es der erste Part ist, räumen wir einfach mal, clearen wir einfach mal die komplette Map. Auch um herauszufinden, ob es dafür eventuell noch etwas Bonusmäßiges gibt, aber ich denke mal, Bonus, Boni und so einen ganzen Kram wird es nur geben. Ja, für Sachen, bei denen es auch angezeigt ist. Also wenn da so ein Fragezeichen drauf ist. Und wie schon gedacht, es gibt dafür nichts. Jetzt können wir nur noch zum Morgen und den nochmal platt machen und dann sind wir hier wohl auch schon durch mit Prolog Episode 1. Die Frage ist, wie lange geht der Prolog? Geht der Prolog so lange, bis unsere erste 5-Mann-Crew hier vollständig ist, oder? In der Prolog schon vorher. So, da sind wir doch schon. Angriff auf einen schockierten Gegner. Sobald ein Gegner einen Angriff unterbricht, erscheint ein Schocksymbol. Wenn das passiert, greift schnell die Kombo an, um ihn zu betäuben, sodass er die Andecken fallen lässt. So. Nehmt das! Morgen! Finde ich aber cool, dass angezeigt wird, dass es sich jetzt bei ihm quasi um den Endboss handelt, indem er das Held-Symbol über sich hat. Wenn ein Kizuma Level Max steigt, drücke R und 2, um den Kizuma Rush zu aktivieren. Während des Kizuma Rush werden deine normalen Kizuma-Angriffe zu Combo-Angriffen aufgepowert. Wenn du während des Kizuma Rush Kreis drückst, kannst du außerdem eine mächtige Kizuna Spezialattacke ausführen. Okay, da wir wohl auf dem Max-Level sind, machen wir das mal. Na morgen, damit hast du nicht gerechnet, was? Oh. Sag ich, während der uns voll zur Seite ballert. So.
んだ。ほら、ルフィ、よろしく。何をぼさっとしてやがる。とっととそいつらを始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの撃て。ナイス。だろ。お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ、君たち。本当かね。俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか。わざと僕にけしかけて、殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。何だって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。 To be continued. Ja, dann sind wir wohl durch für den ersten Kapitel. Sogar die Abschlusszeit war in S-Rang, obwohl ich mir unfassbar viel Zeit gelassen habe. Ich glaube, das ist beim Prolog noch ein bisschen sehr entspannt. Ja, wir sind mittlerweile schon auf Stufe 4 aufgestiegen, was auch eine sehr praktische Sache ist. Und wie gesagt, das Level ist tatsächlich noch ein bisschen wichtig, wir sind sogar schon Level 5, okay? Und wir haben eine neue Technik natürlich bekommen. Mit Viereck, Dreieck, Dreieck können wir quasi einen neuen Angriff machen. In der Legende steht, Legende siehst du deine erfüllten Ziele in verschiedenen Episoden. Du kannst die Legende vervollständigen, wenn du während des Spiels bestimmte Bedingungen erfüllst. Das haben wir schon getan. Sollten wir sie immer mal wieder versuchen. Ach ne, diese Bedingungen sind das. Die ist ja eine Schatzung, 500, oh, eine haben wir nicht geschafft. Kommen als Belohnung die Teufelsfruchtmünze. Diese Münzen gibt es also auch wieder, alles klar.
Während du bestimmten Crewmitgliedern levelt, steigt dein Crew-Level mit ihnen. Erkennbar an der Zahl des angezeigten Ausrufezeichen. Ein hohes Crew-Level bringt verschiedene Vorteile. Ausrufezeichen bekommst du, wenn du die Gegner mit Kizuma-Angriffen, Kizuma-Rush oder Kizuma-Spezialangriff besiegst. Sammle Ausrufezeichen mit möglichst vielen verschiedenen Crewmitgliedern. Ja, toll. Hat sich ja gelohnt. Dieser Charakter kann jetzt von Kampfbeginn an eingesetzt werden. Du hast das Fähigkeiten-Poster dieses Charakters erhalten. Welches Charakters? Das sind drei. Fähigkeiten-Poster von Zoro erhalten, alles klar. Fähigkeiten-Poster von Morgan erhalten. Nach einem Kampf kannst du Fähigkeiten-Poster für deine freigeschalteten Charaktere oder im Kampf besiegten Charaktere bekommen. Lerne neue Spielerfähigkeiten, indem du sie auf den Fähigkeiten-Postern angegebenen Bedingungen erfüllst. Es gibt verschiedene Spielerfähigkeiten, wie zum Beispiel deine Kombos verstärken oder dich Gegner leichter betäuben lassen. Manche Fähigkeiten kannst du hochleveln, indem du sie mehrfach lernst. Okay. Crewmitgliederfortschritt Level 1. Level 2 Freundesgalerie Gesichtsausdrücke. Level 3 Systemstimmen. Level 4 Kampfstimmen. Und Maximum bringt die Technikstimmen und Ruffys Zeichen als Münze. Okay, wenn du Bossgegner besiegst, kannst du ihre Münzen ergattern. Du bekommst mehr Münzen, wenn du sie mit Kizuma-Angriff oder Kizuma-Rush besiegst. Du bekommst Münzen von verbündeten Charakteren, wenn du einen Kampf gewinnst. Je mehr Ausrufezeichen ein Charakter hat, desto mehr Münzen bekommst du von ihm. Okay, dann haben wir da schon eine ganze Menge Münzen, auch von Leuten, denen wir noch nicht begegnet sind. Sogar hauptsächlich von Leuten, denen wir noch nicht begegnet sind. 20 Morgenmünzen, alles klar, kann man mal machen. Seltene Münze erhalten, Zoros Schwert, eins von denen. Möchtest du erhaltene Münzen für Ruffy automatisch einfügen? Münzen können blablabla. Nein, ich möchte die nicht automatisch einfügen. Ich möchte die schon selber einfügen. Außerdem haben wir hier, wie gesagt, eine ganze Menge an Berries noch gekriegt. Also dein Gesamtbesitz ein bisschen erhöht. Du kannst den Spielmodus freien Lock verwenden. Online-Modus ist jetzt verfügbar. Zoro kann jetzt im freien Lock und Traumlock verwendet werden. Ein neuer Gegenstand steht in der Galerie zur Verfügung. Ein neuer Gegenstand ist jetzt im Berry-Shop erhältlich. Boah. Und noch eine Trophäe hinterher. Was soll? Gib uns doch noch mehr. Und noch eine Trophäe. Ja, wie gesagt. Gib uns doch noch mehr. Wenn du bei der Episodenauswahl... Ach, Alter. Die Pet-Taste drückst, kannst du über die Rettungsfunktion einen anderen Spieler aus dem PSN zur Unterstützung im Kampf bitten. Wenn ein anderer Spieler um eine Rettung bittet, dann erscheint eine Rettungsgesuchmarkierung auf dem Episodensymbol. Du erhältst bessere Belohnung für abgeschlossene Episoden, wenn du sie online im Rettungsmodus durchspielst. Versuche, alle Episoden abzuschließen, während du anderen hilfst und sie dir helfen. So. Legende, hier haben wir 88% geschafft. Kann man irgendwie gucken, was wir nicht geschafft haben? Weil ich dachte ja, wir hätten tatsächlich alles gemacht. Legende ansehen, so. Schließe eine Episode auf Schwierigkeitsgrad schwer ab. Alles klar, okay. Das konnten wir natürlich nicht schaffen, wenn wir es auf normal spielen. Empfohlenes Level ist Stufe 4. Das heißt, wir haben gar nicht so viel unnötig gelevelt. Wir sind Stufe 5 gekommen mit empfohlenes Level. Ich glaube, beim letzten Mal muss ich auch einiges nachleveln. Egal. Das war der Prolog. Wir schauen beim nächsten Mal in Kapitel 1 von Episode 1 rein. Aber das soll jetzt auch erstmal für den ersten Part gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich muss jetzt leider eine Pause machen, da ich Redland aufnehmen muss, wie gesagt, und Redland hochladen muss. So aufnehmen gibt es erst heute Abend wieder für mich. Ich muss mich zwingen, dieses Spiel zur Seite zu legen. Und ja, ihr schaut dann hoffentlich morgen wieder rein. Bis dann und auf Wiedersehen.